Wunderschönes Spiel. Ich wünschte, die Beta würden nie aufhören. Muss man mal gucken, wann das Spiel überhaupt rauskommt. Das müsste, glaube ich, demnächst rauskommen, oder? Du kannst sagen, was willst. Ubisoft macht zwar jetzt hat jedes Jahr immer ein Spiel, zum Beispiel Assassin's Creed oder jetzt hat, okay, Division ist schon ein paar Jahre her. Ich glaube, 2 oder 3, glaube ich. Weiß jetzt gar nicht mehr. Zum Beispiel Far Cry kam jetzt hat Nörgeln, die Story, Pipapo und alles. Aber ich finde, Division, da haben sie richtig viel gemacht. Guckt mal, wie lebendig ist. Die machen sogar was. Die haben einen eigenen Job. Sowas ist mega. Also ich kann da nichts Schlechtes sehen bis jetzt. Okay, die Grafikanforderungen sind halt schon. Na gut, ich habe eine Grafikkarte von der 9. Generation, also bitte. Ich habe den ersten Teil noch auf Ultra geschafft mit meiner 9080 Ti. Ich schaffe sogar Assassin's Creed. Detected from the control point. Ja. Odyssey schaffe ich auch auf. Fast auf komplett Ultra. Auf 60 FPS. Ich schalte eigentlich nur zwei Sachen aus, aber die sieht man jetzt nicht unbedingt. Ich helfe euch. Das ist ein Bambi. Boah, da ist er. Boah, ich feuer das Game gerade übelst, Alter. Sorry, ich bin voll gehypt. Ich bin so gehypt, ey. Ich hoffe, dass halt ein gewisses im Endgame halt noch eine Tiefe drin steckt. Das ist halt meine einzige Befürchtung. Wo ist er? I love a dead agent. Hostile control point detected. Okay. Da vorne ist der nächste Kontrollpunkt. Oh, man kann keine Tiere erschießen. Das ist aber lieb. Na klar, es gibt auch keinen Sinn. Ist aber schön lebendig, diese Stadt, finde ich. Und nicht so ein düsteres, einsames New York aus dem ersten Teil. Versteht mich falsch, dieser Schneeanfall hat schon geil ausgeschaut. Aber es ist ziemlich eintönig. Ich will auch das Spiel nicht gleich schlecht reden. So ein Feuerball. Ich hoffe, der ist nicht gestorben. Ich glaube nicht. Man müsste halt nur mehr Loot bekommen, immer. Das finde ich immer sehr komisch, dass man nicht von jedem Gegner Loot bekommt. Okay, wie kommt man da rein? Ich hoffe, wir schaffen das schon. Übernahme einleiten. Ah. Natürlich. Ich wünschte, ich hätte einen Impulsgeber. Ist geil, Alter. Vor auf die Rauchbomben geschossen. Ist mega. Kann man Verstärkung rufen? Reinforcements incoming. Okay, da muss man Gewehr jetzt her. Da ist ein Geschütz. Glaube ich zumindest. Gotta reload.
Oh Mann. Das ist echt nicht ohne. Kommt mir Granate so weit? Nee. Aber seine. I wanna see you dead. Ey, kommt die Verstärkung. Oh, Alter Falter. V. Okay. Ich treffe ihn einfach nicht, weil ich nicht sehe. Ich bräuchte einen Scope auf der Waffe. Ich hab ihn. Also da ist es richtig Teamplay geworden irgendwie. Selbst mit der KI macht das mega Spaß. Okay. Jawohl. Wir haben es geschafft, oder? Detecting additional hostile contacts. Nein, da kommen noch welche. Whoa, watch over there. Move. I can't see. Find that. Heavily armored hostile. This too. Alter, Juggernaut. Get that minigun. Thank you, Agent. That was a hell of a boost you gave us. CP captured. Good job. Phew. That was a tough one. Did anyone get hurt? Geschafft. Unlocked. Boah, das Spiel ist so heftig. Also ich verstehe nicht, wenn es da Hater geben sollte. Ich verstehe es. Ich würde es nicht verstehen. Ich habe die Nachricht gerade nicht lesen können. Juhu! Da ist die Munition nur. Vielleicht finden wir hier noch irgendeinen Loot. Hey, was ist denn da neu? Haben wir eigentlich Mods schon? Ich glaub nicht, oder? Falls es schon welche gibt. Achso, nee. 0-0. Und noch nichts. Wie das halt in Langzeit wird, das müssen wir halt bei der Vollversion gucken. Aber ich denke schon. Und da ist das fette Teil. Eine Pumpgun.
Zwei Pumpkins in einen Raum drin. Ich weiß ja nicht. Gott, ich muss niesen. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Nothing moving out there yet. Mann, Mann, Mann. Die ist schlechter, die ist auch schlechter. Mann, Mann, Mann. Es hätte mir am Anfang schon das beste Loot bekommen, irgendwie. Den besten Loot. Verzeihung, Deutsch. Ja, ich Pumpkins ist nicht so mein Fall. Ist das ein halbautomatisch? Ich habe keine Ahnung. Nein, ist kein automatisch. Das ist auch ein Grip. Also so ein halbautomatische, also oder eine automatische würde ich schon nehmen. Aber die ist halt auch nur für Notfall, für den Nahkampf gedacht. Thank you, Agent. With the supplies out of the way. Ich habe leider nichts. Thanks, Agent. Those supplies will go a long way towards helping us out. Ich weiß noch nicht, wo man genau die ganzen Ressourcen findet. Wahrscheinlich bei normalen Loot, denke ich mal, oder? Oder muss man jetzt mit der Spitzhacke noch was? Plus 1 Elektronik, da unten steht's ja immer. Weiß nicht, ob es hier noch vielleicht irgendwo noch Kisten gibt. Da hinten ist noch eine. Oh, ein Fußball, ein Fußball! Polycarbonat. Alles klar. Fast, was es ausspricht. Poli, Alter, ich sag einfach Poli dazu. Braucht ihr das? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, der braucht nur Wasser, oder? Our supplies aren't looking good. Anything you can do to help would be appreciated. Das haben wir leider nicht. Nun gut. Guck mal auf die Map. So. Ist eine Beta bis. Ah, die Dark Zone ist auch mit drin. Es wird langsam Nacht, hä? Und müssten wir ins Weiße Haus zurück. White House Down, sage ich nur. Und wir nehmen noch die Behälter mit, wo da näher sind. Okay, Pistole gibt's wieder unendliche Munition. Friendly control point nearby. Propagandasendung, alles klar. Okay, komm her. Schön. Schön die Waffe zurückschlagen lassen. Müssen wir. Komm her. Oh. Ah, da. Mach doch ein schönes Radio her oder so. Ich glaube, wir haben ein Problem, Freunde. Ah, Mann. Meine Frisur.
Scheiß Fliegen. Progress halted. Keramik ist dabei gewesen. Also wir bekommen ganzen Ressourcen für die Kisten. Oh. Progress resumed. Komm raus, Digga. Jawohl. Bedanken wiederhergestellt. Polycarbonat. So spricht man es, glaube ich, aus. War schon richtig. Habe ich noch nicht so oft gelesen. Da oben ist noch ein Behälter. Ich glaube, die Drohne ist echt nicht schlecht für Notfälle, wenn mal mehr Gegner kommen. Elektronik. Also es gibt, die sind jetzt immer unterschiedlich, nicht so wie beim ersten Teil. Da gab es immer nur diese Zonen, Elektronikzone, Stoffzone. Ich glaube, ein paar Fahrräder. Titan, Mann, was gibt's denn da alles? Okay, wir müssen jetzt noch natürlich auch Siedlungen ausbauen, pipapo, alles. Ach man, drück immer F für die Leiter. Jetzt macht Drohne eh gleich Bumm. Da ist doch bestimmt eine Waffe drin. Immer die Schrotflinten, eine doppelläufige. Ist ja eh der größte Scheiß. Wenn ich halt wieder so eine M4 oder eine AC, eine richtige AC, ja, eine vollautomatische AC. Kann man den Feuermodus vielleicht umstellen? Ich glaube nicht, oder? Halt. Oh, man kann viel mehr looten. Das gefällt mir. Detected from the control point in proximity. Oh, da ist noch was drin. Jetzt hast du übersehen. Ich glaube, wir können zum Kontrollpunkt zurückgehen und mal unsere Sachen abgeben. Gibt es eine Kapazität, was wir haben? Von diesem Schrott. Im Inventar ist es wahrscheinlich nicht mit drin. Ah, cool. Was soll ich eigentlich jetzt gucken? Ressourcen, genau. Gibt's keine maximal, oder? Ah doch, 200. Aber komm. Okay, man hat da genügend Platz, will ich mal behaupten.
Man kann es natürlich auch täglich, minütlich immer abgeben. Gehen wir auch gleich wieder hin zum Kontrollpunkt. Das ist so ein Spiel, da kannst du echt 100 Spielstunden investieren. Nähzeug. Kommen wir da schon rauf? Hier gibt es aber noch viel zu looten. Was ist denn da los? Also ich glaube, Ubisoft hat extrem viel gelernt. Von den ganzen Neuerungen habe ich noch gar nicht mitbekommen, dass die gab. Von den ganzen Traders, Bibapo. Auf jeden Fall mega geil. Kann ich nur oft genug betonen. Ich sehe hier schon wieder Gegner. Greifen die dann wieder Kontrollpunkt an? Ich denke schon, oder? Nothing to see so far. We could really use your help. Ne, okay, wir haben nichts davon. Thanks for the gift of supplies, Agent. They mean a lot. Ja, ich war schon, ich habe dir nichts geschenkt, aber okay. Ich glaube, wir gehen jetzt mal ins Weiße Haus zurück. Wir machen erstmal die Gegner da vorne fertig. Die kommen ein bisschen zu nahe. Für meinen Geschmack. Alter, die mit den scheiß Granaten. Der die andere Blatt gemacht? Ich hoffe. Ach, da liegt noch Luft von vorhin. Mann, die Drohne ist echt gut für Taschenlampe. Okay, okay. Holen wir uns mal den Behälter. Holen wir uns erstmal die ganzen Behälter, bevor wir ins Waisenhaus zurückkehren. Da müssen wir nicht mal 10-mal hin und her laufen. Oh, Hundi. Wunderschön. Friendly control point nearby. Ich will gar nicht wissen, wie oft ich schon zwischen einer, von der Tasche vorbeigelaufen bin. Da ist schon wieder eine. Portable device detected. Echo nearby. Nearby Echo detected. Ich wollte eigentlich nur zum anderen gehen, aber viermal Wasser. Fucking crazy, a fall. That's kind of the point. Alter. Why are you doing this? You know why. You burned too many bridges. There's no room for shitheads like you on the council. Alter, er heißt Diesel. Come on, let's talk this over. We can work something out. Take a step back. Please don't do this. Step the fuck back or get shot. Look at the bright side. We'll let you walk away if you can't walk away. Fuck you! Fuck you! I don't think he's walking away. Alter. Der heißt einfach Diesel, Alter.
den sein Leben es hat. Keramik. An jeder Tür ist ein Schloss dran. Alles klar, soweit. Grüneres Gift. Aaron Keener trifft es in Philosophische ab, als er über zukünftige Pläne redet. Die Kiste drin. Einfach mal so Zufall hingegangen. Mann, ich drücke immer so schnell F. Ja, ich bleib mal drauf. Ich finde, das ist irgendwie noch zu schnell. Aber es stört ja eigentlich nicht. Wir müssen da vielleicht eine Pause dazwischen anlegen. Wenn man die Kiste öffnen will, muss man F gedrückt haben. Halten. Und dann, wenn sie schnell genug loslässt, nimmt er es gleich, ohne es anzuschauen. Hier sind wieder Gegner unterwegs. Bestimmt bei dem Behälter da drin. Wir sind gleich Level 4. Ja, der Impulsgeber, der wäre so wichtig hier. F. Nicht keine Erst-Taste. G36, aber leider nicht die C. Wie ist vielleicht schlechter vom Damage her, aber beste Feuerrate. Und eine enorme Feuerrate. Ist aber andere Munition, aber wir könnten... Das ist die gleiche Munition. Also was, ich nehme die jetzt einfach mal. Einfach, dass wir mal Abwechslung drin haben. Außerdem hat die bessere Reichweite. Und vermutlich eine bessere Präzision. Portable electronic device detected. Yeah, Level 4. Check it out. It's a roof. What about it? It's easy to defend, that's what. Indeed it is. And we're close to the FBI too. The JCF has a pretty strong presence here. Alter. Are you saying we should stay? Best option yet. Alter, ist die krass. Alter, ja, geile deutsche Waffe, ja. Nicht überraschen, dass es die Bundeswehrwaffe ist. Noch, glaube ich. Stufe 4 bis 8. Das ist fast schon zu schwer, aber kaum, wir haben die G36.
Alter, die ist ja mega geil, die Waffe. Super präzise und so, verdammt gute Feuerrate. Mal schnell. Okay, von hinten kommen sie auch noch. Das ist jetzt dezent scheiße. Da ist was Gelbes. Ich hoffe, das ist eine Waffe. Und ist der Schlüssel. Natürlich, das ist der Schlüssel. Es wäre komisch, wenn wir eine goldene Waffe droppen würden. Jetzt schon. Ich denke mal, das ist... Gibt es goldene Waffen? Ich habe keine Ahnung mehr. Blau, lila. Gold ist wahrscheinlich für legendär. Wir haben ein dezentes Problem, Metzert. Übertragung wieder hergestellt. Heftig.